zum Teil 3 unserer Webinar-Serie zum Thema ARIS Cloud. Wir werden uns heute dem Thema ARIS Connect oder ARIS Publisher widmen. Ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Dominik van der Hagen. Ich bin Produktmanager im Bereich ARIS und zusammen hier mit meiner Kollegin Elke Bastian aus dem Produktmarketing. Wir werden Ihnen in den nächsten 45 Minuten einen Überblick geben über die wesentlichen Unterschiede zwischen ARIS Connect und ARIS Publisher. Vor allem vor dem Hintergrund, dass das Produkt ARIS Connect das Basisprodukt auch unserer Cloud-Produkte ist. Und wenn Sie sich für die ARIS Cloud entscheiden, auch früher oder später vor der Frage stehen werden, wenn Sie bisher den Publisher im Einsatz hatten, was sind die Unterschiede zwischen Connect und Publisher? Die Agenda für heute sieht wie folgt aus. Eine kurze Motivation, auch einen Hintergrund Ihnen zu geben, dann Ihnen einen Einblick in ARIS Connect bezüglich der Funktionalitäten zu geben. Ich habe mir eine kleine Reise durch das Produkt überlegt, um Ihnen die verschiedenen Funktionalitäten aus Sicht der verschiedenen User vorzustellen. Dann gehen wir ein wenig mehr in die Details. Was sind die konkreten Unterschiede zwischen Connect und Publisher? Und beenden die Präsentation mit einer kurzen Zusammenfassung und natürlich auch einer Möglichkeit, von Ihrer Seite Fragen zu stellen, die wir dann beantworten. Wenn Sie zwischenzeitlich Fragen haben, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, über das Chatfenster in der Webex-Anwendung entsprechende Fragen zu stellen. Dann können wir sie gegebenenfalls auch schon während der Präsentation beantworten. Starten wir in Anbetracht der Zeit direkt in medias res mit der Motivation und dem Hintergrund. Wie ich eingangs schon erwähnt hatte, bildet ARIS Connect, das Produkt ARIS Connect, auch die Grundlage für unsere Cloud-Produkte. Und wie ist es auch zu der Entwicklung dieses ARIS Connect-Produkts gekommen? Wir haben sehr viel Feedback bekommen, dass Sie als unsere Kunden ein sehr end-user-freundliches Produkt haben möchten, mit dem Sie in der Lage sind, Ihre Inhalte, die Sie in ARIS modelliert haben, Geschäftsprozesse, Rollenkataloge, Organigramme, sehr endanwenderfreundlich zu publizieren, zu den Personen zu bringen, die das in ihrem täglichen Doing benötigen. Und vor allen Dingen auch Standardfunktionalitäten nutzen möchten, um diesen Publikationsprozess zu begleiten. Gerade der Punkt, möchten Sie eine Standardfunktionalität nutzen oder eher in Richtung Individualprogrammierung gehen, ist sagen wir mal, eine sehr wichtige Entscheidung, weil Sie sich natürlich auch Gedanken um zukünftige Investitionen machen. Individualprogrammierungen, starkes Customizing macht natürlich sagen wir mal, sehr viel Sinn, wenn Sie auf eine sehr spezifische Zielgruppe sich fokussieren möchten. Auf der anderen Seite zieht es natürlich auch hohe Folgekosten mit sich bezüglich der Pflege und Wartung dieser Individualprogrammierung. Dieses Thema der Standardentwicklung haben wir mit dem Produkt ARIS Connect auch aufgegriffen. Das war ein wesentlicher Treiber für die Produktentwicklung. Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist das Thema nicht, weil wir auch sehr oft das Feedback bekommen haben, dass natürlich die Personen aus den Fachabteilungen nicht die Experten sind, die möglicherweise geschult sind in der Modellierungsmethodik und deswegen auch in der Lage sein müssen, Inhalte sehr einfach und sehr schnell zu was wir mit dem Thema ARIS Connect adressiert haben. Den dritten Punkt, den ich erwähnen möchte, ist das Thema Technologie. Die Softwareindustrie ist gerade im Umbruch. Sie sehen, Cloud-Anbieter revolutionieren den Markt. Das heißt, es spielt eine sehr große Rolle, wie sich die Softwareindustrie in diese Richtung entwickelt und vor allen Dingen auch, ob eine Applikation in der Lage ist, diese Anforderungen zu adressieren. Mit ARIS 9 und mit dem Produkt ARIS Connect haben wir diese Herausforderung der Cloud aufgenommen und haben immer eine zugrunde liegende Architektur entwickelt, die auf diese Anforderungen der Cloud-Bereitstellung eingeht. Ganz konkret Themen wie Multimandantenfähigkeit oder elastische Skalierung adressiert. Und mit dem Produkt ARIS Connect sind wir auch in der Lage, Ihnen sowohl ein Angebot für Ihre Eigeninstallation in Ihrem eigenen Rechenzentrum anzubieten, klassischerweise als On-Premises bezeichnet, wie auch die Möglichkeit Ihnen zu geben, dass Sie unsere Services als Cloud-Software as a Service anbieten können. Was wichtig ist, wenn Sie darüber nachdenken, von Ihrer jetzigen ARIS-Installation in
die Cloud zu gehen, dann kommen Sie nicht drum herum, sich die Frage zu stellen, was für eine Auswirkung das auf Ihre bestehende Umgebung natürlich hat. Und deswegen müssen Sie die Unterschiede auch zwischen dem Publisher und Ares Connect verstehen. Vor allen Dingen deswegen, weil wir den Ares Publisher, sagen wir mal, Technologie der letzten 10 Jahre, nicht für die Cloud geeignet ist, wohingegen das Produkt Ares Connect, die Technologie der nächsten 10 Jahre, wie ich immer so gerne sage, für die Cloud geeignet ist und sich dadurch natürlich die Frage stellt, was gewinnen, was verlieren Sie gegebenenfalls, was müssen Sie in einer alternativen Form nutzen, wenn Sie von Ares Connect oder von Publisher in Richtung Ares Connect gehen. Sehr wichtig ist aus meiner Sicht, Ihnen auch einen kurzen Einblick zu geben, was die letzten Jahre passiert ist, wenn Sie Ares und vor allen Dingen auch die Ares 9 Entwicklung ein wenig länger verfolgen, dann wissen Sie, dass wir 2013 Ares 9 auf den Markt gebracht haben, mit sehr guten, sehr schönen neuen Funktionalitäten, auch mit der neuen Architektur, die ich eingangs erwähnt habe. Und was auch sehr wichtig ist zu erfahren, ist, dass viele unserer Kunden den Schritt nicht gewagt haben, gewagt wäre der falsche Begriff, sondern in die Reise reingegangen sind von Publisher in Richtung Connect und sehr zufrieden mit dieser Entscheidung auch sind. Auch just letzte Woche auf der CeBIT in Hannover und hat dort auch Kunden getroffen, die mir gesagt haben, dass sie in der Lage sind, jetzt mit dem Ares Connect Produkt viel besser die Endanwender Informationsbedürfnisse zu adressieren, ein Tool bereitstellen, das viel einfacher zu benutzen ist. Und diese Nachricht ist sehr wichtig zu verbreiten. Einfach damit Sie wissen, wo da die Reise hingeht und wie auch andere Kunden Erfahrungen gemacht haben. Wir haben global Kunden in Nordamerika, in Südamerika, in Europa, sehr, sehr große Kunden, die Sie auch alle kennen würden, wenn ich sie erwähnen würde, die vom Publisher in Richtung Connect gegangen sind und sehr zufrieden sind. Und was auch wichtig ist, wir haben natürlich das Feedback dieser Kunden genommen in den letzten 2,5, 3 Jahren und haben das Produkt konsequent weiterentwickelt. Das ist mir als Produktmanager auch immer sehr wichtig, auf Sie als Kunden zu hören, herauszufinden, was für Sie wichtig ist, um Ihre Kunden intern zu bedienen und entsprechendes Produkt in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und in diese Richtung werden wir auch in der Zukunft natürlich gehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich auch entscheiden, ein Teil davon zu sein. Genug der Einleitung, lassen Sie mich nun in die Details reingehen. Starten wir mit einer generellen Übersicht. Ares Connect ist mehr als reine Publizierung, um das schon mal vorwegzunehmen. Ares Connect adressiert natürlich die Frage, wie bringen Sie Informationen aus Ihrer Ares-Datenbank zu den Endanwendern. Da wir aber ganz fest glauben, dass sagen wir, die Publikation nicht eine Einbahnstraße ist, Sie geben jemanden und schmeißen was über den Zaun, sondern wir glauben ganz fest daran, dass Sie erfolgreich sind, wenn Sie Ihre Endanwender, Ihre eigenen Kunden einbinden in das, was das Prozessmanagement in Ihrer Organisation tut. Und einbinden heißt für uns, Sie geben Ihren Endanwendern die Möglichkeit, beispielsweise Feedback zu geben. Um Feedback zu geben, haben wir so etwas wie die Social Kollaboration in das Produkt integriert, mit den Endanwendern in der Lage sind, Fragen zu stellen, Vorschläge zu geben, Dinge zu loben, um damit in eine lebhafte Diskussion auch reinzukommen. Sie können natürlich steuern, in welchem Umfang Sie natürlich diese Kollaboration haben möchten. Wenn Sie strukturierter unterwegs sind, vorgegebene Workflows definieren möchten für diese Kollaboration, dafür haben wir die sogenannte Mini-Workflows als eingebaute Governance-Funktionalität. Nochmal zur Erinnerung, mit Governance bezeichnen wir den Prozess des Prozessmanagements. In welcher Art und Weise machen Sie einen Roll-in von Anforderungen? In welcher Art und Weise rollen Sie Ihre Anforderungen raus ins Feld? Und dafür gibt es in Ares Connect sogenannte Mini-Workflows, die diese Funktionalitäten out of the box bereitstellen. Das heißt, neben der Publikation haben Sie die Möglichkeit, eine Endanwender einzubinden über Collaboration oder über die Workflow-Funktionalität. Zwei weitere Themen, die eine sehr große Rolle spielen, ist natürlich, wie machen Sie es einfach, Ihren eigenen Kunden auch die Möglichkeit zu geben, selbst Aspekte zu erfassen, Prozessmodelle zu erfassen aus dem Workshop heraus. Dies sehr einfach zu tun. Und eine wichtige Anforderung, die wir mit Ares Connect auch adressiert haben, ist eine einfache Modellierungsumgebung anzubieten, die auf das Wesentliche reduziert ist, mit der Sie aber in der Lage sind, alle Modelle entsprechend zu erstellen oder alle Basismodelle zu erstellen, die Sie brauchen,
verbessern, um ihr Prozessmanagement auf die Beine zu stellen. Ohne aber jetzt in die Expertenfunktionalitäten reinzugehen, die es natürlich dann auch ein wenig schwieriger machen, das Ganze zu nutzen, weil natürlich mehr Hintergrundwissen notwendig ist. Das heißt, Sie haben mit dem ARIS Connect auch die Möglichkeit, eine Modellierung direkt im Browser mit den wichtigsten Funktionalitäten durchzuführen. Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist das Thema Dokumentenspeicher, weil wir zunehmend sehen, dass unsere Kunden gerne sehr nah an der ARIS-Umgebung die sehr ARIS-nahen Dokumente auch speichern und managen möchten bezüglich der Governance, bezüglich der Freigaben. Und daher haben wir in ARIS Connect auch das sogenannte ARIS-Dokumenten-Storage eingebaut, das sich sehr nahtlos in die Publikation als auch in die Modellierung integriert. Genug bezüglich der Übersicht. Wichtig ist mir, dass Sie auch verstehen, dass ARIS Connect nicht nur eine Publizierung ist. Natürlich kann es für die Publizierung genutzt werden. Das ist auch einer der Haupt-Use-Cases hinter dem Produkt. Aber wesentlich auch, um aus der Einbahnstraßenpublikation rauszukommen, bieten wir sehr viele Mehrwertfunktionalitäten an, mit denen Sie in der Lage sind, Ihre Endanwender einzubinden bezüglich Fragen, bezüglich eigener Content-Erstellung etc. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Detail an. Ich habe so eine kleine Reise, wie eingangs erwähnt, vorbereitet, durch die wir uns jetzt Schritt für Schritt durchklicken. Schritt 1, ich logge mich ins System ein. Hier mal ein kleines Beispiel, eine Dame, Eva, die als Viewer ins System reinkommt. Sie können natürlich das System auch so konfigurieren, dass die Endanwender automatisch eingeloggt werden. Nebenbemerkung, das geht natürlich auch in der Cloud. Und wenn die Eva sich ins System eingeloggt hat, da sehen Sie, Sie haben eine konfigurierbare Startseite, die auf Ihre Informationsbedürfnisse ausgerichtet ist. Wir bieten eine Startseite an, die Sie direkt nutzen können, sobald Sie das System installiert haben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn Sie andere Vorstellungen bezüglich Startseiten haben, diese so zu konfigurieren, dass sie Ihren Informationsbedürfnissen genügt. Beispielhaft, viele unserer Kunden nutzen Startmodelle, die sie auf der Startseite natürlich publizieren möchten und dann vielleicht rollenbasierte Links, damit Endanwender sehr schnell zu den Inhalten kommen, die für sie notwendig sind. Von der Startseite geht es natürlich weiter in die Reise rein. Wichtiger Punkt, ich suche Inhalte. Endanwender möchten zum Beispiel, wenn sie neu in der Organisation sind, verstehen, wie die Prozesse aussehen, die sie zukünftig tun. Oder möchten für ihre Rolle sehen, welche Prozesse relevant sind. Dann suche ich, habe eine sehr einfache Search-as-you-type-Funktionalität, bekomme direkt Vorschläge über Prozesspublikationen, die ich mir anschauen kann, über Dokumente, die gefunden wurden, die ich mit einem Klick entsprechend aufrufen kann. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, komplexe Suchergebnisse weiter zu filtern, damit Sie sehr schnell, wie Sie es klassischerweise von den populären Suchmaschinen kennen, zu Ihren Suchergebnissen zu kommen. Wenn Sie nun Ihre Suchergebnisse aufrufen und hier sehen Sie jetzt die Publikations-, die Portalfunktionalität, dann sehen Sie natürlich die Modelle, wie sie auch von Ihnen erstellt und designt wurden, also wie sie in Ihrer ARIS-Datenbank abgelegt wurden. Das ist aber ein wichtiger Aspekt. Natürlich können Sie die Modelle in der Art und Weise publizieren, aber gerade diese Anforderungen der Endanwenderfreundlichkeit hat dazu geführt, dass wir auch alternative Sichtweisen anbieten, wie zum Beispiel diese vereinfachte Steckbriefsicht. Der Steckbrief wird automatisch generiert. Sie können selbst entscheiden, welche Inhalte aus Ihrer Datenbank in solchen Steckbriefen publiziert werden sollen. Sie können sich auch ganz dafür entscheiden, nur Modelle zu publizieren, keine Steckbriefe. Aber das Feedback unserer Kunden ist, dass diese Steckbriefe eine sehr gute, starke Vereinfachung bieten, sodass Endanwender sehr schnell verstehen, worum geht es in einem Prozess, was sind die Kernrollen, was sind die Kernaktivitäten, was sind die Kerndokumente, die drin zu nutzen sind. Dieser Steckbrief ist eine Form der vereinfachten Publikation. Eine alternative Form der vereinfachten Publikation ist die sogenannte Schritte-Sicht, die auch automatisch aus Prozessmodellen heraus generiert wird, aus EPK- oder BPMN-Modellen, die dem Endanwender die Möglichkeit gibt, sich Schritt für Schritt durch den Prozess zu navigieren, durchzuklicken, um dann auch zu sehen auf der rechten Seite, was muss getan werden in einem Schritt, welche Rollen sind relevant, welche Dokumente sind zu involvieren, welche Anwendungssysteme muss ich nutzen. Das ist eine sehr charmante Art und Weise, die Informationen sehr einfach an die Endanwender zu bringen und damit natürlich auch eine sehr große User-Akzeptanz im Feld zu schaffen bezüglich der Inhalte, die sie erstellen.
Auf der ganz rechten Seite sehen Sie die Social Collaboration, Kollaborationsfunktionalitäten, die sehr, sehr eng in die Publikation integriert sind. Das heißt, Endanwender können, wenn sie das wollen, Fragen stellen, können Feedback geben. Sie können über Tags auch die Kommentare verschlagworten, können filtern, können auch einzelne Kommentare zu einzelnen Objekten hinterlegen. Sehr fortgeschrittene Möglichkeiten, mit denen sie in der Lage sind, die Zusammenarbeit und die Nutzung der Inhalte in ihrer ARIS-Datenbank durch eine Mehrwertfunktionalität weiter voranzutreiben. Das können Sie natürlich nutzen in der zentralen Publikation Ihrer Prozessarchitektur beispielsweise. Sie können es aber genauso gut auch nutzen, wenn Sie kleine Projektteams haben, die über die Anforderungen von neuen Geschäftsprozessen diskutieren, bevor Sie anschließend in die Modellierung reingehen oder in eine Feedbackrunde reingehen. Dann ist so eine Social Collaboration Funktionalität natürlich sehr geeignet. Vor allen Dingen, wenn Sie auch über Unternehmensgrenzen hinweg arbeiten, nicht alle sich im gleichen Raum befinden, sondern vielleicht auch über einen Zeitraum hinweg Sie das Feedback sammeln möchten. Wie eingangs erwähnt, ist diese Social Collaboration nicht die einzige Funktionalität, um Endanwender anzubieten. Wir haben auch diese sogenannten Mini-Workflows, strukturierte Governance-Prozesse oder Governance-Workflows, die Ihnen helfen, sehr schnell direkt ein Änderungsmanagement aufzusetzen. Sie sehen hier einen Change-Request-Workflow, also einen Änderungsantrag-Workflow, der von einem Endanwender aufgesetzt wird und der direkt an den verantwortlichen Process-Owner geht, der daraufhin per E-Mail informiert wird, sich das Ganze anschauen kann und natürlich dann auch in der Lage ist, diese Änderungsanfrage zu akzeptieren oder zu abzulehnen. Sehen Sie hier. In diesem Fall haben wir jetzt ganz schnell auch die Rolle gewechselt. Sie haben das sogenannte Prozessboard vor sich, in dem der User Ethan Owner, das ist ja mein Owner-User in dem Beispielszenario, alle verschiedenen Anfragen an ihn sieht. Die Änderungsanfragen, die von den Endanwendern aufgesetzt wurden, die zu reviewen sind, Freigabeanforderungen von Prozessen, Dokumentenanfragen oder Dokumentenvorschläge, die aus dem Feld gekommen sind, sehr einfach auf einen Blick bearbeitbar und dann auch weiter bearbeitbar, akzeptierbar oder auch delegierbar an andere Endanwender. Oft kommen Sie an den Punkt, wo Sie sehr schnell auch Änderungen vornehmen möchten. Und für diese sehr schnelle Änderung und ein wesentlicher Use Case, der oft an uns herangetragen wird, ist, dass die Verantwortlichen für die Prozessorganisation gerne lokale Communities in den Fabriken oder in den Regionen, in den Ländern stimulieren möchten, die dann autark nach einem gewissen Standard auch ihre Prozesse beschreiben. So, und für diese lokalen Communities eignet sich natürlich ein sehr leichtgewichtiges Modellierungstool, das über den ARIS Connect Designer freigeschaltet wird. Sie sehen, Sie sind in dieser Ansicht, die wir vorher schon hatten. Mit einem Klick auf den Bearbeiten-Button öffnet sich in meinem Browserfenster eine volle Modellierungsumgebung, mit der ich in der Lage bin, existierende Prozesse zu verändern, aber auch ganz neue Prozessmodelle zu erstellen. Auch in alternativer Form, beispielsweise über tabellenbasierte Eingaben. Das ist eine sehr schöne, charmante Möglichkeit, Endanwender, die keine Experten sind, die auch keine Experten werden wollen in der Zukunft, einzubinden, einzuladen, an der Prozessmodellierung teilzuhaben. Und hier sehen Sie auch schon einen wesentlichen Unterschied. Das ist natürlich ein Aspekt, der über den ARIS Publisher gar nicht adressiert wurde. Sie haben vollständige Möglichkeiten, auch die Attribute der Modelle oder der Objekte zu pflegen, gemäß Ihrer Methode, gemäß der Filter, die Sie im System angelegt haben. Sie können natürlich Reporte ausführen. Nebenbemerkung, Reporte können Sie natürlich auch in der Publizierungsumgebung für die Viewer ausführen. So, und zu guter Letzt schließt die Reise durch das Produkt ARIS Connect mit der Freigabeanfrage, auch wieder mit einem Mini-Workflow, Freigabeanfrage an den Owner. Jemand hat eine Änderung vorgenommen, möchte sich die freigeben lassen. Dann gibt es einen eingebauten Prozess, der das Modell automatisch lockt, damit keine andere Änderung vornimmt, einen Owner informiert und auch in einem nächsten Schritt sogar eine automatische Versionierung anstößt, als auch eine automatische Publizierung, wenn Sie das möchten. Lange Rede, kurzer Sinn, Sie haben eine komplette Möglichkeit für Endanwender zugeschnittene
sagen wir, Modellierungs- als auch Publizierungsfunktionalität über das ARIS Connect abzudecken. Gehen wir nur ein wenig mehr in die Details zwischen ARIS Connect und ARIS Publisher ein. Wie eingangs erwähnt, ein wesentlicher Aspekt, den Sie im Hinterkopf behalten müssen, der ARIS Publisher ist nicht Bestandteil der Cloud-Lösung, weswegen, wenn Sie aus einer ARIS 7-Welt kommen oder auch auf einer ARIS 9-Welt sind und den Publisher noch nutzen, natürlich vor der Frage stehen, was sind die wesentlichen Unterschiede. Ich habe hier mal eine kleine Überblicksfolie erstellt. Ich möchte im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen Publisher und Connect eingehen. Ein wesentlicher Aspekt, den uns auch von Kunden jederzeit wieder bestätigt wird, ist die Einfachheit der Endanwender. Für jeden, der ARIS nutzt und der Modellierung macht, der Prozessmanagement macht, der strukturiert Inhalte an seine Endanwender bringen möchte, steht natürlich die Frage der End-User-Akzeptanz im Vordergrund. Und hier haben wir sehr große Fortschritte mit dem Produkt ARIS Connect gemacht. Wir sind da sehr gut unterwegs, auch im Vergleich zum Wettbewerb, und brauchen uns da definitiv vor niemanden zu verstecken bezüglich der Einfachheit für Endanwender. Der zweite wesentliche Aspekt, der in dieser Tabelle auch aufgeführt wird, ist das Thema der dynamischen Publikation. Wir nutzen in ARIS Connect einen Server sowohl für die Publizierung der Inhalte als auch für die Modellierung, weswegen es uns als einzige möglich ist, eine dynamische Publizierung vorzunehmen. Was heißt das? In ARIS Connect müssen Sie keine Exporte erstellen auf einen zweiten Server in eine zweite Applikation. Die Portal-Funktionalität greift auf die gleiche Datenbank zu wie die Modellierung. Und möglich wird das natürlich über die eingangs erwähnten Architekturveränderungen, die wir mit ARIS 9 vorgenommen haben. Wir haben eine Architektur, die in der Lage ist, dynamisch darauf zu reagieren, ob Sie sehr viele Modellierer im System haben, sehr viele Konsumenten im System haben und in der Lage ist, die Ressourcen, die technisch zur Verfügung gestellt werden, auch dynamisch den Bedarf anzupassen. Stichwort elastische Skalierbarkeit. Die dynamische Publizierung gibt Ihnen natürlich ganz andere Möglichkeiten bezüglich Flexibilität, bezüglich Geschwindigkeit. Ich nehme als Beispiel diese Schritte-Sicht, die Sie hatten oder die ich eingangs gezeigt habe, die Endanwendern es sehr einfach macht, sich durch Prozesse zu klicken. Die wird dynamisch generiert und wenn Sie das möchten, dann wird ein verändertes Modell direkt in dieser vereinfachten Schritte-Sicht auch publiziert. Das sind Möglichkeiten, die natürlich weder der Publisher noch andere Lösungen am Markt haben. Der dritte Punkt in dieser Tabelle ist das Thema Contribution. Eine neue Funktionalität, die wir im Oktober auf den Markt gebracht haben, die auch einmalig in diesem Bereich ist, dass wir Endanwendern die Möglichkeit geben, wenn sie das wollen, nochmal in Anführungszeichen, Endanwendern die Möglichkeit geben, direkt in die Datenbank reinzuschreiben, um zum Beispiel Beschreibungen zu Rollen zu pflegen oder Beschreibungen zu Funktionen zu pflegen oder Beschreibungen zu Daten und Dokumenten zu pflegen, ohne dass sie eine Modellierungslizenz benötigen. Das geht darüber, dass wir diese vereinfachten endanwenderfreundlichen Sichten, dieser Steckbrief, den ich Ihnen gezeigt habe, oder diese Schritte-Sicht, die ich Ihnen gezeigt habe, dadurch, dass wir diese dynamische Publizierung nutzen, haben wir auch die Möglichkeit, Ihnen eine Schreibfunktionalität in diesen Sichten anzubieten, sodass Sie viel schneller Endanwender einbinden können, auch einspannen können, dass Sie die Inhalte bereitstellen. Natürlich, Modellierer sind oftmals Engpassressourcen in einer Organisation und mit einer solch einfachen Schreibfunktionalität, dieser Contribution-Funktionalität, haben Sie einfach eine viel größere Reichweite, um die Inhalte in die ARIS-Datenbank reinzubringen. Dann das Thema Added Value, Mehrwertfunktionalitäten, wie Sie gesehen haben. Die Kollaboration ist eine Mehrwertfunktionalität, die Mini-Workflows ist eine Mehrwertfunktionalität, das eingebaute Dokumenten-Storage, Dokumentenspeicher ist eine Mehrwertfunktionalität, die in dem ARIS Connect out of the box schon mitkommt. Bezüglich der Out-of-the-Box-Readiness sind wir da sehr gut unterwegs. Wir liefern das ARIS Connect mit sogenannten Standard-Konfigurationen aus. Also es ist eine Konfiguration, die Sie direkt nutzen können, wenn Ihre Modellierungsmethodik dazu passt. Wenn Sie speziellere Modellierungsmethoden nutzen, vielleicht auch abgeleitete Modelltype, eigene Attribute angelegt haben, dann müssen Sie natürlich ein paar kleinere Anpassungen vornehmen. Das ist aber kein Hinderungsgrund, um das Produkt zu nutzen, weder im Publisher-Fall noch natürlich im Connect-Fall.
Der nächste Punkt, Konfiguration anstelle Programmierung, ist auch ein wesentlicher, den wir mit Ares Connect adressiert haben. Wie ich eingangs bei der Motivation schon erwähnt hatte, spielt das Thema Total Cost of Ownership eine sehr große Rolle für viele unserer Kunden, weswegen die Forderung nach Standardfunktionalität und vor allen Dingen nach konfigurierbarer Standardfunktionalität, die stabil ist von Release zu Release und die wenig Nacharbeiten erfordert, wenn Sie auf ein neues Release gehen, eine sehr wesentliche Forderung. So, und wenn Sie den Publisher kennen, auch die letzten Jahre natürlich erlebt haben, dann wissen Sie, da kann sehr viel gecustomized werden in Form von Individualprogrammierung. Sie können das natürlich in Auftrag geben, haben aber natürlich dann auch Folgekosten, wenn Sie auf ein neues Release gehen möchten, dass diese Individualprogrammierung, die natürlich dann auch in Ihrer eigenen Verantwortung bis zu einem bestimmten Rahmen liegt, natürlich selbst auch nachziehen müssen. So, mit dem Produkt Ares Connect haben wir eine sehr gute Standardfunktionalität Abdeckung, die über Konfiguration veränderbar ist. Diese Konfiguration kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen, technischer über XML-Dokumentenveränderung, etwas weniger technisch über Wizards, die wir anbieten, mit denen Sie auch in der Lage sind, sehr schnell und einfach Veränderungen vorzunehmen. Dann haben wir das Thema SAP-Use-Cases, das spielt natürlich eine sehr große Rolle. Da bieten wir in Ares Connect auch die Möglichkeit an, sehr einfach in SAP zu springen, als auch aus SAP heraus Ares Connect mit der entsprechenden Transaktionsbeschreibung aufzurufen. Das ist, denke ich, ein wesentlicher Aspekt, den Sie auch wissen sollten. Den Integrationsaspekt mit Ares überspringe ich, da wesentlicher Aspekt, den ich noch abschließend hier zeigen möchte, ist der One-Server. Sprich, Sie brauchen nur einen Server für die Publikation und Modellierung. Habe ich auch eingangs erwähnt, das ist die Grundlage für die dynamische Publikation, wohingegen Sie natürlich bei allen anderen Lösungen zwei getrennte Umgebungen benötigen. Das heißt, wenn Sie den Ares Publisher einsetzen, haben Sie klassischerweise sowohl einen Modellierungsserver als auch einen Publisher-Server. Und bei natürlich Drittlösung ist es die gleiche, das gleiche Szenario. Dritter beziehungsweise letzter Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist natürlich das Thema Cloud, weswegen wir uns auch heute hier in diesem Call treffen. Wenn Sie darüber nachdenken, in die Cloud zu gehen, dann ist natürlich der Schritt von Ares Connect in die Cloud viel einfacher, weil, wie eingangs erwähnt, unsere Cloud-Produkte vollkommen auf Ares Connect basieren. Wenn Sie nicht direkt zu Cloud gehen und Connect in der Cloud entsprechend nutzen, dann wäre natürlich der erste Schritt, erstmal von Publisher in Richtung Connect zu gehen, bevor Sie denn dann in der Zukunft dann auch über eine Verlagerung von Ihrem eigenen Rechenzentrum, Ihrer Connect-Installation in die Cloud nachdenken, falls das in Ihrer Planung ist. Wir sehen viele Kunden, die in der IT auch eine Cloud-First-Strategie fahren. Das kommt vermehrt in einigen Regionen mehr als in anderen. Es gibt auch teilweise, kann ich Ihnen auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ganze Länder, die Cloud-First, also zuerst in die Cloud, dann drüber nachdenken, ob eine Eigeninstallation im eigenen Rechenzentrum Sinn macht. Die ganze Gesetze beschließen, dass Unternehmen ihre IT in diese Richtung entwickeln. Und in Deutschland wird sich das auch in den nächsten Jahren mehr und mehr zeigen, dass das Thema Cloud eine wichtige Rolle spielen wird. Große Frage ist natürlich, wenn Sie von Publisher Richtung Connect auch gehen, was sind die wesentlichen Unterschiede? Ich habe natürlich gerade auch eine positive Abgrenzung gemacht, möchte aber auch eine kleine Negativabgrenzung machen, weil wir natürlich in dem Produkt Ares Connect einige Dinge anders gelöst haben. Beispielsweise unter der Prämisse, dass wir mehr Standardfunktionalität, mehr Konfiguration anstelle Individualprogrammierung haben möchten. Und das trifft auch schon den ersten Punkt. Exzessive Customizings, Programmierungen, wie sie im Publisher üblich waren, gibt es in Ares Connect nicht und sind auch in einem Ares Connect nicht gewollt. Kann Ihnen aber auch aus dem Nähkästchen plaudern, dass es sehr wenig Kunden bis heute gibt. Und wir reden da mit allen, auch Exoten, die nicht über Ares Connect nachdenken und oder sogar Ares Connect auch schon einsetzen.
Das heißt, es gibt in der Regel eine Standardfunktionalität, die Sie nutzen können, oder wir haben eine Funktionalität, die es bereits auf der Roadmap gibt. Und falls bei Ihnen wesentliche Punkte auftreten, wo Sie Funktionalitäten sehen, die es nicht in Connect gibt, die Sie aber unbedingt brauchen, dann kann ich Ihnen auch anbieten, treten Sie mit mir in Kontakt, damit wir darüber reden können. Vielleicht gibt es auch Alternativlösungen. Es gibt ein paar Punkte, die in ARIS Connect anders gelöst sind als im Publisher. Also ein Punkt ist beispielsweise ein Offline-Zugriff auf Dokumente, war auch keine Standardfunktionalität im Publisher, aber gab es auch Customizings. In Bezug auf Offline-Zugriff gehen wir den Weg der Mobile-Nutzung. Wir haben letztes Jahr eine API auf den Markt gebracht, mit denen Sie und mit denen unsere Partner in der Lage sind, eigene Mobile-Apps zu bauen, die Inhalte aus ARIS nehmen und mit der Sie in der Lage sind, auf Tablet-Geräten, auf Smartphones, wie auch natürlich auch auf Desktop-Geräten Zugriff zu haben und das natürlich auch im Offline-Zugriff zu haben. Das heißt, hier bieten wir keine Standardfunktionalität für den Offline-Zugriff an, haben aber eine Alternativmöglichkeit. Der nächste Punkt, Lean Views, klassische Szenario ist die schlanke EPK-View, die Sie aus dem Publisher kennen. Die haben wir so in Connect nicht. Wir haben aber eine Alternativfunktionalität, die sogenannte Hervorheben- oder Highlighting-Funktionalität, mit der Sie auch in diesen Use Case reingehen, dass Sie bestimmte Dinge fokussieren und an die Endanwender bringen. Mit dieser Highlighting-Funktionalität können Sie zum Beispiel bestimmte Anwendungssysteme vom Typ X oder bestimmte Rollen vom Typ Y sehr leicht highlighten. Schauen Sie sich das einfach mal an im Nachgang, damit Sie da ein Verständnis über die Unterschiede kriegen. Das Thema mehrfache Publikationen auf dem exakt gleichen System ist auch in der ARIS 9-Welt etwas anders gelöst. In der Publisher-Welt haben Sie immer einen Server, mit dem Sie verschiedene Publikationen auf dem gleichen Server haben. In der ARIS 9 und der ARIS Connect-Welt bieten wir Ihnen an, dass Sie mit mehreren Mandanten arbeiten und diese mehreren Mandanten dann beispielsweise mehrere Layouts haben, mehrere Logos haben können. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das System dahingehend zu konfigurieren, dass Sie zum Beispiel datenbankabhängig verschiedene Steckbriefe, verschiedene Methodiken etc. unterstützen. Also da gibt es einen sehr großen Freiheitsgrad mit alternativen Möglichkeiten. Wundern Sie sich nur nicht, es ist kein 1:1 Vergleich zwischen der alten Funktionalität und der neuen Funktionalität, aber den grundlegenden Use Case adressieren wir natürlich in der ARIS Connect Welt auch. Und der letzte Punkt, der anders gelöst ist in ARIS Connect, also im Publisher, ist der anonyme Zugriff. Der anonyme Zugriff existiert in ARIS Connect nicht und genau aus dem Grund, den ich während der Demo auch gezeigt hatte. Wir glauben ganz fest daran, dass die Nutzung und die Bereitstellung von ARIS-Inhalten mehr als eine Einbahnstraßenpublikation ist und ein sehr großer Mehrwert erst dadurch kommt, dass Sie auch Informationen über Ihre Endanwender haben und Ihre Endanwender einbinden können. Ihren Endanwendern auch spezifische Informationen bereitstellen möchten, die beispielsweise rollenbasiert gefiltert werden. Und der anonyme Zugriff, mit dem Sie einfach nur Zugriff auf Modelle bekommen, ohne irgendwie jemals Feedback bekommen zu können, haben wir in ARIS Connect nicht realisiert und werden wir auch in ARIS Connect in dieser Form nicht realisieren. Oftmals ist der anonyme Zugriff für Organisationen natürlich auch ein Grund. Sie wollen es möglichst einfach für ihre Endanwender machen. Und um es möglichst einfach in der ARIS Connect Welt zu machen, haben wir natürlich die Möglichkeit, diese automatische Anmeldung am System, Stichwort Single Sign-On, anzubieten, sodass im Endeffekt der User nur auf einen Link klicken muss und direkt auf seiner Startseite landet, mit dem er dann auch vielleicht schon personalisiert seine Inhalte in einer Liste sieht. Das heißt, die Hürde, es dem Endanwender einfach zu machen, auf Inhalte zuzugreifen, ist in der ARIS sehr gering, aber nicht über einen anonymen Zugriff realisiert. In Bezug auf die Roadmap, vielleicht noch ein paar Punkte. In ARIS Connect haben wir im Moment noch kein Matrix-Modell-Publikation. Das ist aber geplant für die Roadmap, wie auch das Thema Drucken ist geplant, Favoriten, wie auch in Bezug auf die Accessibility Features.
Was Sie gewinnen, ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt durch die Endanwenderfreundlichkeit und vor allen Dingen durch die Portalfunktionalität können Sie natürlich viel effizienter die Informationen auch ausrollen. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, warum das ARS Connect in Organisationen eingesetzt wird. Ein Klassiker ist natürlich das ERP-Standardisierungsprogramm, das Sie möglicherweise auch in Ihrer Organisation haben und Sie möchten die Informationen über die Prozesse eine sehr große Endanwenderbasis sehr schnell ausrollen, Feedback einsammeln etc. All-in-One-Solution, also eine Lösung, die auch eine Standardisierung treibt, ist ein wesentlicher Aspekt. Das heißt auch in Bezug auf Standardisierung der Dokumentenspeicher, die Sie vielleicht nutzen, Standardisierung der Modellierungsumgebung, der Publikationsumgebung. Durch die Architektur, die hinter ARIS Connect liegt, haben Sie die Möglichkeit, auch sehr viele Endanwender in das System reinzubringen. Handle Costs of In-House Operations. Wichtiger Punkt, wie schon erwähnt, durch die Architektur haben Sie Vorteile in Bezug auf die Total Cost of Ownership. Das heißt, Sie können beispielsweise auf einer Kiste mehrere Installationen über sogenannte mehrere Mandanten betreiben und das gibt Ihnen natürlich ganz neue Möglichkeiten zu skalieren, auch Kosten zu sparen in der internen Organisation. Und der wesentlichste Aspekt natürlich ist, Sie sind auch jederzeit bereit, von einer ARIS Connect-Welt dann in eine ARIS Cloud-Welt zu gehen und da vor allen Dingen in die ARIS Cloud Enterprise-Welt einzusteigen von ARIS Connect und den Funktionalitäten, die Sie da schon kennen. Aus der Perspektive eines Center of Excellence Owners ARIS, um einfach mal einen kleinen Vergleich zu geben, gestaltet sich folgendermaßen. Klassischerweise mit einem Publisher haben Sie zwei Umgebungen, die Sie managen, die Sie vielleicht in Ihrer internen IT beauftragen müssen. ARIS Connect ist es nur noch eine. Wenn Sie publizieren, ist es klassischerweise in der Publisher-Welt, dass Sie das über Nacht tun. Das kann auch dann mehrere Stunden dauern. Es kann der ganze Prozess auch mehrere Tage in Anspruch nehmen, bis Sie die Informationen über neues Content-Release auch ausgerollt haben, Ihre Community Zugriff drauf hat. In ARIS Connect kann das innerhalb Minuten bis zu Stunden passieren. Je nachdem natürlich, wie viele Freigabeschritte Sie zwischendurch haben. Technisch gesehen sind wir aber über diese dynamische Publizierung in der Lage, die Inhalte direkt, die modelliert wurden, auch zu publizieren. Bezüglich der Nutzungszahlen und Nutzerzahlen haben wir natürlich die gleichen Möglichkeiten wie beim Publisher. Wir können da bis sehr große Zahlen oder Nutzerzahlen im System auch unterstützen. Ich habe jetzt hier mal 100.000 als eine Zahl genannt. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die werden wahrscheinlich nie gleichzeitig im System arbeiten. Aber wenn Sie eine große Organisation haben, die Zugriff auf die Inhalte benötigt, dann ist das mit ARIS Connect natürlich kein Problem. When Content Owners need a change, ja, wenn Sie was verändern möchten, dann würden Sie klassischerweise in der Publisher-Welt den Modellierer beauftragen. Über die Contribution-Funktionalität, die ich erwähnt hatte, wie auch die Modellierungsfunktionalität im Browser, sind Sie auch in der Lage, sehr schnell selbst Dinge zu verändern. Das heißt, die Veränderungen können auch viel schneller auf die Straße gebracht werden. So, und der letzte Aspekt ist natürlich, wenn Sie speziellere Anforderungen haben, dann würden Sie es in der Publisher-Umgebung natürlich durch jemanden programmieren lassen, mit natürlich der Eigenverantwortung, dass diese Eigenprogrammierung auch in der Zukunft gemanagt wird. In der Connect-Welt ist es natürlich viel mehr basierend auf Standard-Funktionalitäten, die wir entwickeln. Sie können bei uns einen Feature-Request einkippen, den wir dann prüfen, wo wir dann auch checken, ob das auch ein Feature ist, das natürlich auch anderen Kunden zunutze kommt. Und ich kann Ihnen auch nochmal hier an der Stelle auch nochmal das Feedback geben, dass wir das die letzten 3 Jahre sehr gut gemacht haben und da natürlich auch in der Zukunft ein großes Commitment haben, das auch weiterhin gut zu machen. Wenn Sie den Publisher nutzen, dann wäre folgende Empfehlung aus unserer Sicht, dass Sie sich das ARIS Connect im Detail auch näher anschauen. Ich hoffe, dass wir Ihnen auch heute einen guten Einblick geben konnten. Es stecken sehr viele Mehrwerte und Geschäftswerte hinter der Nutzung von ARIS Connect, sowohl in der technischen Sicht, wenn es darum geht, Total Cost of Ownership zu verbessern, als auch wenn es darum geht, Endanwender einzubinden, aktiv einzubinden, lokale Communities auf die Straße zu bringen, die in die eigene Prozessmodellierung reingehen. Stichwort Modellierung im Browser, Kollaboration, Mini-Workflows, alle diese Funktionalitäten helfen Ihnen, Mehrwerte zu schaffen in Ihrem ARIS-Umfeld.
Und was auch wichtig natürlich ist, schauen Sie sich bitte die Standardfunktionalitäten an. Wenn Sie natürlich so eine Demo sehen, dann wird das System manchmal vielleicht etwas überladen. Dadurch, dass Sie aber die Konfigurationsmöglichkeit haben, können Sie das auf Ihren spezifichen Anwendungsfall runterbrechen und auch nur die Funktionalitäten anbieten, die für Sie geeignet sind. Also schauen Sie sich einfach die Standardfunktionalitäten an und vor allen Dingen auch die Individualisierungsoptionen über die Konfigurationsmöglichkeiten. Wenn Sie dann in den nächsten Schritt reingehen und planen, in Richtung ARIS Connect zu gehen, dann spielt natürlich das Thema Infrastruktur eine große Rolle. Das heißt, Sie müssen sich Gedanken machen, wie groß soll die Installation werden? Wird es auf einem Server laufen? Möchten Sie eine Installation, die auf mehreren Knoten läuft? Das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist natürlich die Software. Das heißt, um ARIS Connect zu nutzen, gibt es die sogenannten ARIS Connect Viewer, die dann diese Schreibfunktionalität über Contribution bekommen können. Es gibt die ARIS Connect Designer, die zusätzlich die Modellierung im Browser bekommen und natürlich die Möglichkeit, den Server über sogenannte Extension Packs zu erweitern in Bezug auf ARIS Process Governance, also die volle ARIS Governance Funktionalität, wie auch eine Erweiterung in Bezug auf Zugriff auf das Dokumentenmanagementsystem von Microsoft SharePoint. In Bezug auf das Projekt kann ich Ihnen sagen, dass es natürlich Sinn macht, dass Sie die natürlich verschiedenen Zielgruppen einbinden, in die Anforderungserhebung auch sich anschauen, wie sieht Ihre existierende Lösung aus. Wenn Sie eine existierende, sehr hoch gecustomized Publisher-Umgebung haben, dann müssen Sie natürlich ein bisschen mehr Zeit einplanen, um die Anforderungen zu prüfen. Wenn Sie einen Standard-ARIS-Publisher nutzen, dann kriegen Sie natürlich auch in der ARIS Connect-Welt genau diese Funktionalitäten und noch viel mehr, ohne dass Sie sich da viele Gedanken machen müssen. Ich habe, und wir kommen auch schon langsam zum Ende, so ein paar klassische Aussagen mal mitgebracht, Fragen, die oftmals gestellt werden, die ich auch kurz erklären möchte. Eine klassische Frage, die ich bekomme, ist, ARIS Connect ist doch nur Collaboration. Das ist doch nur Facebook für Geschäftsprozesse. Das ist definitiv nicht der Fall. Und wenn Sie vielleicht in den letzten 2 Jahren den Eindruck bekommen haben, dass wir mit ARIS Connect nur Collaboration machen, dann möchte ich Sie bitten, das sehr schnell wieder zu vergessen. Es geht natürlich in ARIS Connect alles um den Anwendungsfall der Publizierung, als auch der einfachen Modellierung. Und die Collaboration ist eine sehr gute Mehrwertfunktionalität, die Sie nutzen können, aber auch nicht nutzen müssen. Zweiter Punkt, den ich manchmal höre, dass das ARIS Connect das Nachfolgeprodukt des ARIS Publishers oder ARIS Business Publishers ist. Das stimmt nicht ganz. Es ist kein Ersatzprodukt in dem Sinne, sondern es ist ein Produkt, das den Use Case, den Anwendungsfall der Publizierung auch abdeckt, aber wie Sie hoffentlich auch in der Präsentation heute gesehen haben, viel mehr und einen ganz anderen Ansatz verfolgt in Bezug auf die integrierte Publizierung, integrierte Einbindung von Endanwendern, integrierte Modellierung und damit natürlich viel mehr als ein existierender ARIS Business Publisher ist. Der dritte Punkt, ARIS Connect kann nicht gecustomized werden. Bei dem Thema Customizing steckt natürlich der Teufel im Detail. Nehmen wir mal den englischen Begriff des Customizings, das ist ein Anpassen auf individualisierte Anforderungen. Das geht natürlich in Connect, aber es geht nicht über Individualprogrammierung oder nicht über diese sehr ausschweifende Individualprogrammierung, die es in der Publisher-Welt gab, sondern über Konfiguration von Standardfunktionalitäten. Um, sag mal, Ihr Ziel der geringen Total Cost of Ownership zu adressieren. Dann haben wir noch das Thema Mini-Workflows. Das sind Mini-Workflows, eine Frage, die ich oft bekomme, können die ein einfaches Release-Cycle-Management adressieren? Ja, das tun sie über diesen Change-Request, über einen einfachen Freigabeprozess. Man muss dazu aber auch sagen, wenn Sie schon eine Historie haben, wenn Sie vielleicht schon unsere ARIS Process Governance einsetzen, dann sind Sie schon ein gutes Stück weiter als das, was die Mini-Workflows funktional anbieten. Wenn Sie noch gar keine Kontakte mit dem Thema Governance gemacht haben, dann sind die Mini-Workflows für Sie ein sehr schöner Einstieg in die Welt der Änderungsanfragen und der Freigabe-Workflows.
Fünfter Punkt, keiner unserer Kunden würde unsere Standardkonfiguration nutzen. Das ist natürlich völlig falsch. Wir bieten zwei Standardkonfigurationen an, die für den spezifischen Use Case natürlich geeignet sind. Die werden auch von einigen Kunden genutzt. Vermutlich haben sie aber ihre eigene Methodik definiert. Dann macht natürlich Sinn, diese Standardkonfiguration zu ergänzen, zu erweitern und auf ihren Use Case anzupassen. Es gibt aber durchaus Kunden, die auch die Standardkonfiguration nutzen. Wenn Sie IT-Inventory nutzen auf Basis des Ares Publishers, dann möchte ich Ihnen auch nochmal einen Einblick in die Contribution-Funktionalität ans Herz legen, also diese Schreibfunktionalität, mit der Sie in der Lage sind, in die Steckbriefe reinzuschreiben, in die Schritte sich reinzuschreiben. Das können Sie natürlich nicht nur für Prozesssteckbriefe nutzen, sondern genauso für Anwendungssteckbriefe, die Sie haben, für IT-Architektursteckbriefe etc. Und der letzte Punkt, wenn Sie in der Domäne Enterprise Architecture Management unterwegs sind, dann kennen Sie vielleicht die beiden Rahmenwerke TOGAF und Archimate. Ich bekomme oftmals die Frage, kann Connect das? Wir glauben, das kann Connect nicht. Das stimmt natürlich nicht. In dem Ares Connect-Umfeld bieten wir die Modellierungsmethoden von Archimate, also auch TOGAF, direkt out of the box mit an. Da brauchen Sie keine zusätzliche Erweiterung. Und wir bieten Ihnen auch die Datenbank als auch die Filter ohne zusätzliche Berechnung an. Das war es auch schon soweit. Bevor wir gleich in die Frage- und Antwortrunde reingehen, möchte ich Ihnen auch nochmal kurz nochmal darauf hinweisen. Auf www.arescloud.com haben wir umfangreiche Informationen zu Ares Cloud, den verschiedenen Editionen, die wir auch schon in den letzten Webinaren vorgestellt haben. Sie haben hier auch die Möglichkeit, sich eine Test Umgebung selbst zu starten, anzufragen, um einfach ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, wie das Produkt funktioniert, auch Use Cases mit der Community interagieren und uns auch Fragen stellen und mit uns in Kontakt zu treten. Bevor wir in die Frage- und Antwortrunde reingehen, ich weiß, ich habe gleich eine Minute überzogen, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir am 12. April von 11 bis 11.45 den nächsten und letzten Teil unserer Webinarserie haben werden, wo wir Ihnen das Thema Customer Experience Management näher vorstellen, ein Rahmenwerk, ein Konzept, mit dem Sie in der Lage sind, die Kundensicht auf Ihre Organisation und die Implikationen auf Ihre Geschäftsprozesse zu beschreiben, damit Sie aktiv darauf hinwirken können, dass Kunden die Organisation und ihre Prozesse auch sehr positiv wahrnehmen. Soweit auch zum heutigen Webinar. Wir bleiben jetzt noch kurz drin. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich unmuten oder die im Chatfenster stellen. Ich möchte mich aber auch an dieser Stelle schon mal bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Falls Sie Fragen haben, können Sie dann natürlich jetzt auch gerne stellen oder auch bei arescsales.com uns die Frage zukommen lassen. Im Chat gibt es im Moment noch keine Fragen. Da kommt auch schon eine Frage rein. Benötigt man Cloud, um Connect zu nutzen? Nein, benötigt man nicht. Ares Connect ist ein eigenständiges Produkt. Das kann sowohl bei Ihnen im Rechenzentrum installiert werden, als auch bei uns in der Cloud laufen. Wir haben es deswegen vorgestellt und auch als Schwerpunktthema heute genommen, weil Sie funktional, wenn Sie Cloud möchten, natürlich Connect nutzen werden und insofern sich zwei Fragen stellen müssen. Was ist der Unterschied zwischen Publisher und Connect? Egal, ob Sie es bei Ihnen im eigenen Rechenzentrum betreiben oder unsere Cloud nutzen. Und wenn Sie natürlich dann sich entscheiden, unsere Cloud zu nutzen, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist der Unterschied zwischen Connect und Cloud? Und der Unterschied ist quasi null, weil wenn Sie Connect schon nutzen, können Sie das in unserer Cloud Enterprise auch 1:1 so nutzen. Da haben wir eine zweite Frage. Das Matrix-Modell ist bei Connect noch nicht vorhanden. Werden erzeugte Kanten dennoch angezeigt? Das hängt jetzt von der Sichtenkonfiguration ab. Also wir haben sowohl die Möglichkeit, auf Definitionsebene Steckbriefe und Informationen anzuzeigen, als auch auf Ausprägungsebene. Pauschal lässt sich das jetzt nicht beantworten. Natürlich gibt es die Informationen aus dem Matrix-Modell in der Datenbank. Und wenn Sie entsprechende Sichten konfiguriert haben und dem System mitgeteilt haben, was es visualisieren soll, dann werden natürlich auch die Kanten aus dem Matrix-Modell mit ausgewertet.
Das Matrix-Modell an sich ist aber noch nicht in einer eigenen View publizierbar. Das haben wir für das Oktober-Release 2016 geplant. Falls es weitere Fragen gibt, gerne über den Chat. Eine weitere Frage, die gerade reingekommen ist, lautet wie folgt: Ein vorhandener APG-Freigabeprozess, Non-Standard, muss neu in der APG programmiert werden. Der muss nicht neu programmiert werden, aber der muss natürlich migriert werden. So, wenn Sie aus der 7er Welt kommen, dann müssen Sie natürlich einen Migrationsschritt von der 7er Welt in die 9er Welt machen. Dann gestaltet sich das aber in einem Connect-Umfeld genauso wie in einem Nicht-Connect-Umfeld. Das heißt, Sie haben da nicht irgendwie zusätzliche Mehraufwände, wenn Sie jetzt das Connect nutzen. Und in der Cloud-Welt ist es ähnlich. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, entsprechend über einen Migrationsschritt ja auch Ihre eigenen APG-Prozesse in Connect in Ihrem eigenen Rechenzentrum oder in Connect in unserer Cloud zu nutzen. Eine Nebenanmerkung: Wenn Sie im letzten Webinar dabei waren, wissen Sie, dass die volle APG natürlich nur in unserer Cloud Enterprise Edition angeboten wird. Das ist nicht in der Public Cloud Variante, das, was Sie über www.arescloud.com auch als Testumgebung sehen. Aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, auch Ihre eigenen APG-Prozesse mit einem einfachen Migrationsschritt auch in der Zukunft noch zu nutzen. So wie es scheint, gibt es keine weiteren Fragen. Falls doch, haben Sie, wie gesagt, die Möglichkeit, über aressales@softwareag.com mit uns in Kontakt zu treten. Dann möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, es waren sehr viele Details auch, aber ich hoffe, dass ich Ihnen einen guten Einblick geben konnte, was die Unterschiede zwischen Ares Connect und Ares Publisher sind, in welcher Form Sie von Publisher in Richtung Connect auch gehen können und dass Sie auch ein gutes Verständnis mitnehmen können, was das heißt, wenn Sie den Schritt in die Cloud in der Zukunft planen. Vielen Dank und auf Wiederhören.